schon wieder gemacht? Hast du schon wieder ausprobiert? Guck dir das mal an, Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DogsTV. Mein Name ist Melanie und das hier ist meine Hündin Amy. Nicht nur ein Welpe, der muss erstmal lernen, stubenrein zu werden, sondern auch junge oder auch schon ältere Hunde aus dem Tierheim sind häufig noch nicht stubenrein. So wie meine Amy damals auch. Ich verrate dir darum heute unterschiedliche Ursachen für die Unsauberkeit deines Hundes und natürlich auch, wie ein Hund, egal welchen Alters, lernt, sein Geschäft ausschließlich draußen zu verrichten. Wenn du magst, dann abonniere jetzt noch gerne schnell unseren Kanal, denn dann verpasst du in Zukunft kein Video mehr. Und dann lege ich los. Bei einem Welpen ist man sich darüber bewusst, dass man eine Weile geduldig an der Stubenreinheit arbeiten muss. Und bei einem Hund, der dem Welpenalter bereits entwachsen ist, da hofft man allerdings, dass er schon weiß, dass eine Wohnung keine Hundetoilette ist. Genau das dachte ich damals fälschlicherweise auch, als meine Amy im Alter von circa knapp 12 Monaten bei mir einzog. Bis dahin hatte sie schon einiges erlebt, weil als Junghund, da irrte sie herrenlos auf einem amerikanischen Highway herum, landete dann in einem Tierheim, wurde glücklicherweise adoptiert, aber unfreiwilligerweise zu einem Wanderpokal, weil sie nicht stubenrein war. Und 3 Familien später zog Amy dann bei uns ein und erleichterte sich nach unserem ersten Spaziergang dann auch direkt auf unserem Teppich, obwohl ich gefühlt nur eine Millisekunde nicht aufgepasst hatte. Warum ein Hund sein kleines und oder auch großes Geschäft in der Wohnung verrichtet, kann verschiedenste Ursachen haben. Die 5 häufigsten Ursachen, die schauen wir uns jetzt mal an und schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob auch dein Hund Probleme mit der Stubenreinheit hat oder hatte und wie und ob du es in den Griff bekommen hast. Für einen Welpen ist es erstmal völlig normal, einfach laufen zu lassen. Er weiß nämlich noch nicht, dass die Wohnung keine Hundetoilette ist und kann zudem nur begrenzt einhalten. Als grobe Faustregel gilt: Lebensmonate in Stunden. So ein 2 Monate alter Welpe kann sein Geschäft ungefähr 2 Stunden einhalten, ein 3 Monate alter Welpe maximal 3 Stunden und so weiter. Seine Blase bewusst kontrollieren kann der Welpe erst ab dem ca. 3. bis 4. Lebensmonat, weshalb du ihn zuvor immer gut im Auge behalten und regelmäßig mit ihm rausgehen solltest. Der Einzug in ein neues Zuhause verlangt sowohl einem Welpen als auch einem Hund aus dem Tierheim sehr viel ab. So, nichts ist mehr vertraut, alles ist neu und eine Stressreaktion des Körpers damit im Grunde vorprogrammiert. Unter Stress verändern sich die physiologischen Vorgänge im Körper und das kann zu einem vermehrten Harndrang und auch zu einer beschleunigten Darmaktivität führen. So, besonders in den ersten Tagen des Zusammenlebens geht darum gerne mal was daneben. Und wie du deinem Hund aus dem Tierheim ab Tag 1 im neuen Zuhause Stress nimmst, erfährst du im Beitrag Adoption Fehler vermeiden. Insbesondere sehr reizempfängliche Charaktertypen, die tun sich häufig etwas schwerer beim Erlernen der Stubenreinheit. Und draußen sind sie von all den Gerüchen und Umweltreizen so abgelenkt, dass sie schlichtweg vergessen, ihr Geschäft zu verrichten. Und zurück in der ablenkungsfreien Wohnung fällt es ihnen dann wieder ein und schon ist das nächste Malheur passiert. Auch im Garten gibt es diverse Ablenkungen. Geh also nicht davon aus, dass dein Hund im Garten automatisch sein Geschäft erledigt hat. Sicher sein kannst du dir wirklich nur, wenn du es mit eigenen Augen gesehen hast. Wütend oder aggressiv auf ein Missgeschick deines Hundes zu reagieren, kann zur Folge haben, dass dein Hund sein Geschäft zukünftig heimlich in abgelegenen Räumen oder hinter Möbelstücken verrichtet. Erwischst du deinen Hund in Flagranti, dann ist ein kurzes, knappes Abbruchwort oder Geräusch legitim und sogar sinnvoll, um dem Hund zu signalisieren, dass er gerade etwas Unerwünschtes tut. Im Anschluss bringst du deinen Hund allerdings innerlich ruhig nach draußen, damit er das restliche Geschäft dann dort erledigt und nach verknüpfen kann, dass die Wohnung nicht als Hundetoilette zur Verfügung steht. Entdeckst du das Malheur erst im Nachhinein, dann lass es unkommentiert und klopf dir selber auf die Schulter, weil du nicht gut genug auf deinen Hund geachtet hast. Entferne die Hinterlassenschaften deines Hundes, gegebenenfalls mit einem speziellen Reinigungsmittel aus dem Tierbedarf, und lass deinen Hund nicht dabei zusehen, damit du dem Ort des Geschehens keine unnötige weitere Aufmerksamkeit gibst. Verrichtet dein Hund sein Geschäft zum Beispiel immer nur auf einem bestimmten Teppich, dann räum diesen Teppich vorerst weg, bis dein Hund stubenrein ist. Macht dein Hund nur in die Wohnung, wenn er allein zu Hause ist, dann könnten Probleme beim Alleinebleiben die Ursache dafür sein. Im Beitrag Trennungsangst erkennen, da erfährst du mehr zu diesem Thema. Du bist dir sicher, vieles richtig zu machen und trotzdem ist dein Hund nicht zu 100% stubenrein. In so einem Fall solltest du deinen Hund gründlich tierärztlich untersuchen lassen, um zum Beispiel eine Blasenentzündung, eine angeborene Inkontinenz oder auch eine erworbene Inkontinenz aufgrund einer Kastration auszuschließen.
Ein Welpe leert seine Blase nicht immer direkt in einem Durchgang. Es kann also sein, dass dein Welpe, trotzdem er gerade draußen gemacht hat, noch einen Rest Urin oder Kot zu Hause in der Wohnung absetzt. Kommt das vor, dann plan beim nächsten Mal draußen etwas mehr Zeit ein, damit dein Welpe sich wirklich vollständig entleeren kann. Und zusätzlich solltest du mit ihm nach dem Schlafen, Fressen und auch Spielen rausgehen, weil er nach diesen Aktivitäten mit ziemlicher Sicherheit mal muss. Immer dann, wenn dein noch nicht stubenreiner Welpe oder Junghund draußen nichts gemacht hat, dann darfst du ihn zurück in der Wohnung auf gar keinen Fall unbeaufsichtigt lassen. Musst du deinen Welpen mal kurz aus den Augen lassen, dann bring ihn währenddessen in einem Welpengitter unter. Und einen bereits älteren Hund kannst du mit Hilfe einer Hausleine in deiner Nähe behalten. Hausleine und auch Welpengitter schränken den Bewegungsradius deines Hundes ein und du bekommst mit, wenn er unruhig wird, zum Beispiel intensiv am Boden schnüffelt oder beginnt sich um sich selbst zu drehen, weil all das sind Anzeichen, dass dein Hund mal muss und du ihn schnellstmöglich nach draußen bringen solltest. Für die Nächte, da kann die Unterbringung in einer Hundebox hilfreich sein, die du direkt neben deinem Schlafplatz platzierst, um sofort mitzubekommen, wenn dein Hund unruhig wird. Jacke und Schuhe hast du griffbereit, damit es im Fall der Fälle auch schnell geht. Und alternativ kannst du auch einfach eine Weile im Jogginganzug schlafen. Im Beitrag Gewöhnung Hundebox, da erfährst du, unter welchen Voraussetzungen der Einsatz einer Hundebox erlaubt ist und auch, wie dein Hund lernt, die Hundebox als Rückzugsort zu akzeptieren. Leg einen Ort in direkter Nähe deiner Wohnung fest, an den du deinen Hund konsequent bringst, um sein Geschäft zu verrichten. Diese Lösestelle sollte möglichst ablenkungsarm sein und über einen geeigneten Untergrund verfügen, zum Beispiel Gras oder Erde. Die ist bei uns derzeit leider unter einer Schneedecke versteckt, aber trotzdem da. Die ausgesuchte Lösestelle suchst du getrennt vom Spaziergang oder dem Aufenthalt im Garten auf, damit dein Hund dort wirklich bewusst sein Geschäft verrichten kann. Diese Trennung von Spaziergang, Garten, Lösestelle hat noch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass dein Hund nicht beginnt, nur so zu tun, als ob er mal muss, weil er eigentlich in den Garten oder spazieren gehen will. Ein sehr reizempfänglicher Hund ist vielleicht sogar an der ablenkungsarmen Lösestelle zu abgelenkt, um sein Geschäft zu verrichten. Also ein herumfliegendes Blatt oder ein auftauchender Passant reicht aus, dass der Hund sich von seinem eigentlichen Vorhaben wieder abbringen lässt. Weil man selbst ungeduldig wird, fordert man den Hund verbal dazu auf, sich endlich mal zu entleeren. Jegliche Form der Ansprache ist in dieser Situation aber absolut kontraproduktiv, weil der Hund dadurch zusätzlich abgelenkt und auch noch verunsichert wird, weil er gar nicht versteht, warum der Besitzer gerade so gereizt reagiert. Verhalte dich an der Lösestelle also bewusst ruhig. Geh auf einer Strecke von ca. 5 Metern im langsamen Schlendergang auf und ab und ignoriere deinen Hund dabei. Amy hat damals ungefähr 10 Minuten gebraucht, um ihr Geschäft zu verrichten. Und in diesem Moment wäre ich am liebsten vor Freude ausgeflippt, habe sie stattdessen aber nur mit betont ruhiger Stimme gelobt. Bricht dein Hund sein Geschäft durch das Lob ab, dann lob ihn beim nächsten Mal erst kurz, bevor er wirklich fertig ist, um ihn nicht unnötig abzulenken. Mit der Zeit wird dein Hund sein Geschäft draußen immer schneller verrichten und die kleinen Malheure in der Wohnung, die gehören dann endlich der Vergangenheit an. Neben den heute angesprochenen Gründen gibt es natürlich noch weitere Gründe, warum ein Hund nicht stubenrein wird. Sehr unsichere Hunde bevorzugen häufig die Wohnung als Hundetoilette, weil sie sich dort einfach sicherer fühlen als draußen. Und ein Hund, der in einem Zwinger leben musste, ist es gewohnt, sich auf Beton, Fliesen, Zeitung oder Welpenpads zu lösen und die Umstellung auf Gras oder Waldboden fällt ihm darum erstmal schwer. Ist dein Hund eine eher harte Nuss, dann führe in den nächsten Wochen mal ein Tagebuch. Also notiere dir die täglichen Fütterungszeiten, wann und wie oft du mit deinem Hund rausgehst, wann er sich wirklich löst, wann ein Geschäft in der Wohnung landet und wo du währenddessen gerade warst. Mithilfe deiner Notizen bekommst du ein Gefühl dafür, warum das ein oder andere Geschäft noch in der Wohnung landet und kannst die Fütterungs- und Gassizeiten gegebenenfalls noch optimieren. Danke fürs Zuschauen und wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch von dir. Diesen Beitrag und auch alle anderen bisher erschienenen Beiträge, die kannst du auch nochmal unter www.dogcv.de nachlesen. Und Amy und ich, wir sagen Tschüss wie immer und freuen uns auch wie immer aufs nächste Mal mit dir. Bye, bye.